Fröhliche Weihnachten hätte ich fast gesagt. Ist noch nicht ganz so weit. Wir bereiten uns auf Weihnachten vor. Draußen wird es immer kälter. Wir sind so richtig in Weihnachtsstimmung hier. Das ganze Publikum kam mit Weihnachtsmannmützen rein. Es riecht nach Rentier und, nach Glühwein. Und sag mal, ich bin ja ein Socializer. Weißt du, ich kenne viele Leute im Showgeschäft. Ja. Und es ist gerade in der Vorweihnachtszeit für mich wahnsinnig wichtig, Kontakt zu halten und den Menschen zu zeigen, dass man in diesem stürmischen Jahr 2016 auch an sie denkt. Und ich bin ein Riesenfan von Weihnachtskarten. Ich war letztens bei DM vor diesem Stand mit den Rondell mit den Weihnachtskarten. Mhm. Und da gibt es wahnsinnig tolle Motive drauf. Ich bin eher ein Fan von so personalisierten Weihnachtskarten. Das ist schön, ja. Ich frage mich immer, wenn ich diese Weihnachtskarten sehe im Supermarkt, wer macht die eigentlich? Hm. Ja, das ist Photoshop Philipp. Er hat's nicht so mit Menschen, aber er beherrscht Photoshop wie kein Zweiter. Adobe Photoshop ist die bekannteste Bildbearbeitungssoftware, die unter anderem dafür sorgt, dass Donald Trump so aussieht und nicht so. Man sagt, er habe den schwarzen Gürtel in Photoshop. Ja, er ist Photoshop Philipp. Folge 5 Weihnachtskarten. Für die perfekte Weihnachtskarte braucht man ein Familienfoto. Mama, Papa, 4 süße Kinder und natürlich der Hund. Mama ein bisschen sexier machen, Papa ein bisschen reicher. Und ein Kind sieht aus wie Macaulay Culkin aus Kevin allein zu Haus. Mit dem Pinseltool Schneeflocken drauf. Moment mal, geht die Pinselspitze nicht ein bisschen kleiner? Keine Ahnung, ist ja eigentlich auch egal, wie das geht. Um das Foto jetzt einen weihnachtlichen Rahmen drum machen. Mit Tannenzweigen, Kerzen und Sternen aus der Clipart-Sammlung von Word 97. Das sieht schon mal sehr cool aus. Fürs Erste freut sich Photoshop Philipp. Yeah. Jetzt wird gezaubert. Philipp erstellt eine neue Ebene. In der Google-Bildersuche sucht er nach Weihnachtsmütze und kopiert das erste Bild in die Zwischenablage. Mal kurz gucken, was es Neues bei Pornhub gibt. Oha, 4200 neue Videos in den letzten 24 Stunden. Stopp, Philipp! Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also schnell die Weihnachtsmütze aus der Zwischenablage rauskopiert, ausschneiden und der ganzen Familie auf den Kopf gesetzt. Sehr witzig und weihnachtlich. Jetzt aber schnell zu Pornhub. Beeilt sich Photoshop Philipp. Nur 4 Stunden später sitzt Philipp wieder am Rechner und weil es Weihnachten um Liebe geht, platziert Photoshop Philipp überall auf der Karte wunderschöne Herzen. Hier noch eins, da eins hin und auf die Brüste auch je eins. Vielleicht ein bisschen pixelig. Ach scheiße, was kann man da denn jetzt machen? Ordentlich Weichzeichner über die Herzen legen, das hilft immer. Und weil Weihnachten der Geburtstag von Jesus ist, kommt noch ein Bild von Jesus mit auf die Karte drauf. Mit Rentiergeweih und Blitze aus den Augen. Jetzt sieht Jesus aus wie ein stabiler Allmann. Voll cool, findet Photoshop Philipp. Jetzt noch der Spruch für die Karte, damit man weiß, worum es geht. Erstes Wort fröhliche, einfach ganz normal geschrieben. Zweites Wort großes W, eine 1, eine 8 und eine 10. W1, 8, 10, fröhliche Weihnachten, genial, lobt Photoshop Philipp sich selbst. Der Text ist smart und passt zum Fest, aber Philipp weiß natürlich, gute Designer legen Wert auf Typo, Typo, Typo. Wenn's gut werden soll, Comic Sans 72 Punkt Pink. Perfekt abspeichern, ausdrucken, fröhliche Weihnachten wünscht Photoshop Philipp. Merry X-mas Philipp.